zertrampelt. Sie schießen auf uns! Der Feind hat uns ins Visier genommen! Die Schüsse kamen aus dieser Richtung! Ihre mickrigen Seelen nutzen sich ab. Ja, der Phantom-Droid kennt keinen Spaß. Der Phantom-Lord, meine ich. Ich würde auch keinen Spaß kennen, wenn man mir einen gelben Kopf verpassen würde. So, weg mit der Gargbot-Nervensäge. Oh, da kommen Stickbombs. Na, ballern wir mal hier um die Stickbombers weg, dass die nicht mehr so nerven. Aktivitäten aus. Eine leichte Veränderung. Ich werde du kannst natürlich keinen Posten einnehmen, das müsst ihr dann übernehmen. Die Ranger sind unterwegs. So, machen wir den Gargbot kaputt. So, und dann die da moschen. Wobei das Moschen eigentlich die Orks übernehmen sollten. Aber wir lassen uns nicht vor denen moschen. Ja. Wir haben das Gefecht, wir wollen. Den Gastistentrupp mal nachziehen. Ortziel getötet. Wir müssen den festgelegten Ort finden. Der Reichweite. So, du nachproduzieren. Radisten sind auf das Feld gezogen. Ein richtiger Trupp-Warp-Spin vielleicht. Uns fehlt es an nichts. Und ein Trupp-Gardisten noch. Könnte hilfreich sein. Radisten sind auf das Feld gezogen. Was kann ich eigentlich mit dem Phantom dort noch anstellen?
eine Schurikenkanone oder eine Laserkanone geben? Ah, nehmen wir mal eine Laserkanone. So, holen wir die da mal da raus, damit sie nicht so sehr nerven. Jetzt muss nur der da weg. So. Es sollte kein Kampf geben, werden wir plündern. Da Pickups sind fast da. Mach da Wummels bereit, Jungs. Boskats Gesicht sagt, wir müssen da Weg frei halten. So, der macht das Geschütz da weg. Das ist gut. Ihr nehmt mal das Ding ein. Die Brücke kaputt machen, dann die Brücke kaputt machen. Ihre Schicksal. Wir haben es. Ohne Propheten. Wir können nicht scheitern. Keiner. Wir sind auf der Jagd. Boss, da haben da glitzernden Brücken zerstört, da du so toll fandst. Wenn das ein Scherz ist, Junge, dann bist du tot, bevor ich da bin. Denn ich mag keine Scherze. Ja. Deswegen heißt der Klatschgesicht. Ich werde es eliminieren. Naja, Geschütze an Engpässen platzieren. Falken brauche ich nicht. Ich nehme aber zwei Antigraf-Plattformen. Da sind noch Kisten. Wir sind versammelt. Wir müssen uns für noch grausamere Kriegsführung rüsten. Radisten sind auf das Feld gezogen. So, dich richte ich dann so aus. Jedes neue Werkzeug hat eine Aufgabe. Schurikenkanonenteam bereit. Eine leichte Verschwörung. Du kriegst auch Laserlanzen. Du gehst dahin. Du da. Ihr könnt auch noch da euch reinquetschen. Eine Positionsveränderung ist vonnöten. Noch eine Antigraf-Plattform. Kann ich die eigentlich upgraden? Ja, die könnte ich theoretisch auch mit einer Laserlanze ausstatten. Brauche ich allerdings nicht unbedingt. Die kann ich nicht ausbilden. Ich könnte doch einen Trupp Gardisten ausbilden. Ja, komm. Die postiere ich dann auch hier oben. Dann dürfte hier auch genug sein. Gardisten sind auf das Feld gezogen. Was ist meine Bestimmung? Kein Ort ist uns versperrt. Also gehen wir, Jungs. Das Sagen, da wird gemoscht. Das ist aufregend. Spürt ihr das, Jungs? Ja, und es geht los. Da kommt Gargbot. Wir haben das Fahrzeug lahmgelegt.
Ork-Bosse, okay. Der Stormboy-Trupp da kann ein bisschen nervig sein, muss ich sagen. Hallo? Schön, dass wir die Konvoi-Ziele noch platt gekriegt haben. Das Fahrzeug nimmt meine Deckung ins Visier. Zeigen Sie uns den Rest. Ein Ork weniger, um den wir. Könntest du bitte auf das Ding schießen? Hallo, das ist dein Gegner. Schön, dass du es jetzt endlich hinkriegst. Wir müssen fort. So, du kannst dich mal nach. Kein Ort ist uns versperrt. Rüsten gehen. Mobilisieren zusätzliche Gardisten. Gardisten sind auf das Feld gezogen. Eine leichte Veränderung. Sie wollen unsere Deckung aufbrechen. So, du heilst dich mal schnell hoch. Sie halten unser Fortschreiten auf. Sie nageln uns fest. So, neue Warp-Spinnen bitte. Wieder ein Ork-Fahrzeug weniger. So, und da dürfte die letzte Welle kommen. Weil da ist auch Klatschgesicht. Das war Klatschgesicht. So, jetzt müssen noch die beiden Pickups dran glauben und dann war's das. So, der da noch weg. Verloren.
Jetzt brauchen wir einen ganzen Tag, um alles wiederzufinden. Als ob das jetzt das Schlimmste für dich wäre. Du bist tot. Wir haben gesiegt. Erstes Geschenk des Alten. Ah ja. Und ein neuer Aspektstein. Mal sehen, was der macht. So, was gibt's denn? Eine Fusionskanone für Caleb, ein Stab für Elenve. Eine Fusionsstrahl. Da haben wir schon. Runenspeer oder Jagdgewehr? Aspektstein. Erhöht den Schaden gegen Fahrzeuge. Nee, da finde ich den Warpspinnen-Aspektstein besser. Wenn ich sie jetzt mit Plasmagranaten ausrüste. Und Rohan die Antipanzergranaten gebe. Dann müsste sie jetzt mehrere Granaten werfen. Jo, klingt halt gar nicht mal so schlecht. Gebe ich ihr erstmal eine neue Waffe oder ihm? Ach komm, ich gebe ihr eine neue. Weil sie ist eh reine Nahkämpferin. Und sieht cool aus mit dem Speerchen. So. Ich würde sagen, für eine Mission haben wir noch Zeit. Für das Eiswerk Minos. Etwas Wichtiges vorausgesehen. Sie sind loyal zu Kyras. Wir sollten sie jetzt angreifen, damit ihre Pläne auf Aurelia in Zukunft nicht Kyras stärken. Jo. Das kriegen wir auch noch hin. Bei der Mission ist halt ein bisschen das Backtracking nervig. Wegen der einen Stelle, aber ich will den Gegenstand dort. Eindringlinge, seid ihr gekommen, um die Großartigkeit des dunklen Portals zu sehen? Dann kommt näher, schaut zu, wie die Entropie des Warps Fleisch und Stahl an sich reißt und vergehen lässt. Wir werden eure Verzweiflung feiern. Was ist das? Und ja, ich meine die Truhe hier. Oh cool, sie kann mit dem Speer Fernkampf jetzt. Das ist sehr nützlich. Versammelt.
Ja, Nahkämpfer bei den Elder geht zwar, aber ich mag das irgendwie nicht so sehr. Wenn ich Nahkämpfer haben will, spiele ich entweder Orks oder Kornberserker. So, da kannst du gleich mal zeigen, was du mit Granaten alles anstellen kannst. Jo. Hey, cool, meine Rüstung. Du hinter die Deckung. Du das da kaputt machen. So, da sind Kornberserker. Und neues Marines natürlich. Ja, cool, ein Energieschild. Wir sollten gleich den Schrein, das ist ein Zen-Schrein, okay. Ja. Jetzt den Schrein noch kaputt machen. Ich will nicht dich, ich will die Energie. Danke. Thank you.